sensationelle Rückhand. Mittlerweile alt. Hat schon zu den Top 12 in Europa gehört. 2008 war das. Ja, und weil zu... Da glänzen sehr. Und er gewinnt diesen ersten Satz. Das ist kein Schuck und Renzau. Aber so ein Leckerchen zwischendurch, das gefällt den Zuschauern natürlich. Und besonders gut, wenn es auch noch gut ausgeht für den heimischen Spieler. Aber in dem Fall ist der guten Position, den ersten Satz gewonnen zu haben. Und das auch. Und diese Vorhand hinterher. Und jetzt für Patty. Es geht für... Robert Gardosch, der im Hinspiel... Nummer 3. Patrick Baum. Sensationelle Reaktion. Wer traut sich zuerst aus diesem... Patrick Baum war sich sicher, dass der Ball an der Kante war und Robert Gardosch ist auch so fair, das zu bestätigen. Stattdessen heißt es jetzt Matchball für Patrick Baum. Und er
Und es geht tatsächlich Grenzhaus Nummer 1 in den Entscheidungssatz gegen Patrick Baum. Der Düsseldorfer hat schon wieder einen 2:0 aus den Händen gegeben, wie im Champions League Halbfinal Rückspiel gegen Niederösterreich, gegen Abwehr. Und den ersten Punkt. In Führung bringen würde. Dritter Punktgewinn in Folge. Und obwohl Baum entschlossen. Klasse gespielt von Gardosch. Bei beiden ganz, ganz wenig. Gardosch lässt sich da auf ein Rückhand-Vorhand-Duell Patrick Baum ein und war dabei, zumindest im Nachhinein, nicht gut beraten. Der erste Matchball im fünften und der zweite insgesamt in diesem Match. Matchball! Und Grenzhaus, überragender Mann der Saison, erhöht seine Bilanz auf 22:6 und hält die Westerwälder am Leben hier in Düsseldorf. Denn ein 0:2 für den TTC Zugbrücke bedeutet. Das heißt jetzt aber, Timo Boll kann gleich keinen Matchball gegen Lucian Blaszczyk verwandeln für Düsseldorf, sondern steht unter einem gehörigen Druck der Favoritenrolle.